Hi Leute, ich wollte eine neue Serie anfangen mit kurzen Videos, mit einfachen Rezepten, die jeder zu Hause machen kann. Und ja, manchmal sind es auch keine richtigen Rezepte, sondern einfach Zubereitungshinweise, Zubereitungstipps, denn ich wette, bei einigen Videos kommt so ein Kommentar wie, es ist gar kein Rezept und so. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich angefangen habe, mir Milch selber zu machen. Nussmilch, speziellerweise. Beziehungsweise es darf ja nicht Milch heißen, also Nuss. Getränk oder sowas. Und zwar habe ich den Tipp von Chef AJ gelernt, die halt auch keine Lust hatte, Wasser im Tetrapack mit ein bisschen Nussextrakt drin durch die Gegend zu schleppen und dann immer noch das Plastik zu haben vom Tetrapack. Sie hat einfach angefangen, Haselnussmilch oder Mandelmilch selber zu machen, indem sie Wasser in den Vitamix gefüllt hat oder jeden anderen Mixer und Mandelmus oder Haselnussmus oder sowas dazu gegeben hat. Und so mache ich das jetzt seit ein, zwei Wochen. Ich habe das ausgerechnet, wie billig das ist. Das ist viel billiger als jetzt in dem Fall Mandelmilch im Laden zu kaufen, weil Mandelmilch Bio pro Liter kann ja schon mehr als 3 Euro sein und das kommt auf ungefähr, ich glaube, 1 Euro irgendwas pro Liter, weil das aber auch ein sauteures Mandelmus ist. Ich mache das so, ich nehme einfach einen halben Liter Wasser und tue da einen Esslöffel Mandelmus rein. Ihr könnt mehr nehmen, ihr könnt weniger nehmen. AJ nimmt, glaube ich, 2 Tassen Wasser, also 500 Milliliter. Und dann, 3 Tassen Wasser und einen Esslöffel. Das ist mir zu dünn. Ich finde 2 Tassen oder also 500 Milliliter und einen Esslöffel perfekt. Experimentiert mal damit rum. Ich finde das super. Weniger Verpackungsmüll, weniger Zusätze und es schmeckt super. Wenn ihr dieser Serie folgen wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch und lasst mir einen Kommentar nieder in diesem wunderbaren Kommentarfeld unter diesem Video. Wie macht ihr das? Macht ihr Milch selber? Man kann ja auch Reismilch selber machen oder Hafermilch, was auch gut funktioniert, ist anstatt einem Esslöffel Mandelmus oder Haselnussmus einfach einen Esslöffel Hanfsamen zu nehmen. Am besten die geschälten Hanfsamen. Das ist auch super lecker. Und ja, man muss sich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen, aber es schmeckt echt gut. Ja. Lasst mir eure Kommentare da und wir sehen uns. Ciao, Leute!